Ein Gottesdienst unter freiem Himmel ist für sich allein gesehen keine große Besonderheit. Dies allerdings zur Zeit der hereinbrechenden Nacht, rund um ein wärmendes Feuer mit lodernden Flammen und den freien Blick in den Sternenhimmel, lässt einem Gott schon spürbar näher sein. Eine ganz besondere Atmosphäre beim Lagerfeuergottesdienst in Gangelt-Birchten. Bei einbrechender Dämmerung laufen die Vorbereitungen zum Gottesdienst rund ums Lagerfeuer auf Hochtouren. Dutzende von kleinen Lichtern weisen den Teilnehmern den Weg zum wärmenden Feuer. Eine ansprechende Alternative zum herkömmlichen. Die meisten Gottesdienste sind ja doch etwas steif, die man so kennt. Und wir haben gedacht, wie können wir einfach mal wieder junge Leute in die Kirche locken? Wie können wir verschiedene Generationen unter einen Hut bekommen? Und dann ist uns die Idee gekommen mit dem öffentlichen, freien Lagerfeuer-Gottesdienst, weil das von Anfang an ja mit Musik und im Dunkeln und mit Lagerfeuer einfach schon eine ganz andere Atmosphäre anbringt. Diese Idee wird dann vor circa 9 Jahren in die Tat umgesetzt. Circa 20 Teilnehmer sind bei der Premiere auf dem großen Plei in Birchten dabei. Es kamen immer mehr Leute dazu und wir kriegten dann eine Einladung, zum Spielplatz der Spielträume zu kommen. Die haben wir wahrgenommen. Hier hat man uns die Möglichkeit gegeben, ein großes Lagerfeuer zu machen. Wir konnten immer wieder erweitern und mittlerweile sind wir mit 70 bis 80 Leuten, die hier mit uns diesen Gottesdienst feiern können. Für Gemeindereferentin Eva Maria Jessen das passende Ambiente, um miteinander zu beten und zu singen. Und in dessen Namen, der uns immer wieder das Feuer seiner Liebe schenkt, Gottesdienst zu feiern. Beim Gottesdienst versuchen wir immer ein Thema zu wählen, was die Menschen anspricht, womit die Menschen sich beschäftigen, was ihnen nahe ist. Und ich denke, zu dem Thema alt und jung fällt jedem etwas ein und jeder hat sich schon seine Gedanken gemacht. Wie war es, als ich jung war? Oder eben, wie wird es sein, wenn ich alt bin? Und so steht dieser Gottesdienst ganz im Zeichen der Generationen. Miteinander leben und voneinander lernen. Eine Atmosphäre, die eine ganz besondere Stimmung auslöst. Das Besondere ist für mich an dem Lagerfeuergottesdienst auf jeden Fall einfach die Atmosphäre im Freien und dass wir gemeinsam draußen in der Natur und am Lagerfeuer eben eine Messe feiern und nicht, wie man es kennt, in der typischen Kirche und in den Steinmauern. Ich finde es schön, dass Jung und Alt hier vertreten sind, dass verschiedene Altersgruppen sind, dass alle hier zusammenkommen und in einer lockeren, schönen Atmosphäre zusammen feiern. Das Feuer. Ein Element, das faszinierend und beängstigend zugleich ist. Doch wo könnte man die Nähe zur Schöpfung und die Nähe zu anderen Teilnehmern besser empfinden? Und so schreiben alle auch viele Fürbitten auf, die dann nacheinander von den lodernden Flammen himmelwärts geschickt werden. Da kommen wir gerne immer hin, weil das einfach eine tolle Atmosphäre ist. Viele junge Leute, was auch wieder Spaß macht und ja, wir gehören dazu. Ich bin auch ein klein wenig da, weil meine Tochter Saxophon spielt gleich. Und der Christoph, der mitmacht, den kenne ich auch sehr gut und wir haben auch manche Gemeinsamkeiten. Und ich mag all die Leute, die hier sind. Ich wohne auch schon seit 83 Jahren hier in Birchten. Und nach dem besinnlichen Teil bleibt allen auch noch genügend Zeit, das Zwischenmenschliche zu pflegen. Man tauscht sich aus, jung und alt. Und wir werden wahrscheinlich, bis die Flammen runtergebrannt sind, hier am Lagerfeuer verbleiben.